Filme, die wir bisher aus diesem Lande zu sehen bekamen, in den letzten 10 Jahren oder so, waren doch eher monotone rote Leitartikel mit viel heroischer Musik. Aber Mao Zedongs Kulturrevolution ist vorüber. Es herrscht ein bisschen Tauwetter in China. Die Mädchenblusen werden bunter, die Leute trauen sich schon mal zu reden. Der Bambusvorhang hat einen Spalt bekommen und lässt etwas Außenwelt herein. Im Kino kann man sogar mal Charlie Chaplin oder Clark Gable sehen. Die chinesische Filmindustrie ist ein wichtiges Erziehungsinstrument der Staatspartei. So geschieht es natürlich auf Befehl, wenn sie einen Teil ihrer Produktion jetzt auf muntere Streifen umstellt. Die Leute sollen sich nicht mehr langweilen müssen im Kino. Und auch Sie werden sich nicht langweilen, meine Damen und Herren, denn Drei schwarze Dreiecke ist vollgepackt mit Aktion. Gewalt und Brutalität werden eher kunstvoll vorgeturnt. Sex gibt es allerdings nicht bei den chinesischen James Bonds. Aber Spannung gibt es und viel Geheimnisvolles oder auch nur Geheimnistuerei. Alles in allem eine faszinierende chinesisch-westliche Dreigroschenmischung. Nebenbei gesagt, bei Bond, wie Sie sich erinnern, ist der Schurke, der Oberschurke, häufiger als eine Art asiatisches Schlitzauge stilisiert. Hier ist es umgekehrt. Der chinesische Feinddarsteller hat ein Rundauge aufgemalt bekommen. 2,8 Milliarden Menschen haben im letzten Jahr in China einmal einen Film gesehen. Die meisten vermutlich im Freilichtwanderkino draußen auf dem Lande, in der Volkskommune. Wer diese schlichten Menschen unterhalten und erziehen will, und dieser Film will natürlich auch erziehen, der muss schon ziemlich melodramatisch sein. Und entsprechend melodramatisch sind die staatlichen Detektivorgane, sie sind alle edel, hilfreich und gut. Und die Spionagebosse auf der Gegenseite sind märchenhaft schurkisch. Der Film sagt übrigens nicht genau, wo die Spionenzentrale liegt. Aber die Andeutung ist doch klar genug in Richtung Sowjetunion. Und das allein finde ich bemerkenswert genug. Der reißerisch verpackte Erziehungsauftrag dieses Films für die chinesischen Massen steht klar heraus. Das werden Sie bald selber merken. Es ist der Aufruf zur Wachsamkeit. Nicht der Einzelheld vereitelt das Komplott des Feindes, sondern die wachsame Mitarbeit eines jeden schlichten Bürgers. Übrigens leben die schlichten Bürger in diesem Film nach alter Hollywood-Manie reichlich aufgeschönt. All die guten Schuhe und die schicken Plastikmöbel und die vergleichsweise üppigen 12 Quadratmeter Zimmer. Man möchte es den Chinesen gönnen, aber so relativ hell ist die Wirklichkeit drüben natürlich nicht. Nun, auf der anderen Seite, auch Commander James Bond könnte sich von einem britischen Beamtengehalt schwerlich einen Swimmingpool leisten. Ich wünsche viel Vergnügen.